Hallo Opa, ich möchte dir jetzt zeigen, wie du deinen Fernseher und die Fernbedienung benutzt. Zuerst musst du nach den Fernbedienungen suchen. Meistens liegen sie hier auf dem Tisch. Es gibt zwei Fernbedienungen. Eine ist für den Receiver und die andere ist für den Fernseher. Zuerst musst du den Receiver anmachen. Das hier ist der Receiver. Das rote Licht heißt, dass er noch aus ist. Um ihn anzumachen, halt diese Fernbedienung in Richtung des Receivers und drücke den On-Knopf einmal. Wenn das Licht jetzt weiß wird, ist er an. Als nächstes musst du den Fernseher anmachen. Dazu drückst du einmal diesen Knopf. Um den Sender zu wechseln, benutzt du hier diese Nummern. Wenn du ARD sehen möchtest, drückst du die 1. Du kannst zum nächsten oder zum vorherigen Sender wechseln, indem du diese Tasten drückst. Wenn du zum nächsten Sender schalten möchtest, drückst du hier. Wenn du einen Sender zurückgehen möchtest, drückst du hier. Du kannst die Lautstärke einstellen und indem du diese Knöpfe hier drückst. Um den Fernseher lauter zu machen, drückst du die Taste mit dem Plus. Jedes Mal, wenn du das Plus drückst, wird es etwas lauter. Um den Fernseher leise zu machen, drücke das Minus. Jedes Mal, wenn du das Minus drückst, wird es etwas leiser. Um den Fernseher auszuschalten, drückst du diesen Knopf. Um den Receiver auszumachen, drücke diesen Knopf einmal. So, Opa, jetzt kannst du deine Lieblingssendung gucken. Bis bald!